herzlich willkommen bei TechPros. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr eure PlayStation 4 in den Reparaturmodus bekommt. Als allererstes müsst ihr den Power-Button für ca. 7 Sekunden gedrückt halten, bis zwei Pieptöne zu hören sind. Hier war der erste, jetzt bleiben wir gedrückt weiter drauf. Und hier war auch schon der zweite. Somit bekommt ihr dann auf eurem Fernseher eine Nachricht, wo steht, schließe den DualShock 4 mit dem USB-Kabel an und drücke dann die PlayStation-Taste. Das machen wir jetzt. Dazu nehmen wir unser USB-Kabel, stecken das Ganze an den USB-Port der PlayStation an und das andere Ende dann an den Controller. Anschließend drücken wir die PS-Taste. Anschließend sind wir dann im Sicherheitsmodus-System, wie es da geschrieben steht. Da kann man dann, haben wir dann 7 Möglichkeiten, was wir tun könnten. Als allererstes könnten wir die PS4 neu starten, dann kommt sie nicht mehr in den Sicherheitsmodus, sondern in den normalen, gewohnten Modus. Als zweitens könnten wir dann die Auflösung ändern von dem Ganzen, also eurem Fernseher aus anpassen. Wir können die Systemsoftware so aktualisieren mit Hilfe zum Beispiel eines USB-Sticks. Dann können wir die Standardeinstellungen wiederherstellen, also die, so wie es aus dem Laden, als ihr es am ersten Tag gekauft habt, in die Einstellungen zurückversetzen. Dann könnten wir die Datenbank neu aufbauen, die PS4 neu initialisieren und nochmal die PS4 initialisieren, da wird die Systemsoftware neu installiert. Und hier könnten wir zum Beispiel mal auf Auflösung ändern gehen, dann steht, die PS4 startet neu und ändert halt die Auflösung zur Videoausgabe in 480p und dann könnt ihr es wie gewohnt einstellen für das, wie es bei euch am besten ist und was euer Fernseher euch dementsprechend anzeigen kann. Systemsoftware aktualisieren können wir hier auswählen vom USB-Speichergerät aktualisieren oder von einer CD oder per Internet aktualisieren. Als nächstes könnten wir die Standardeinstellungen wiederherstellen, können wir auch mal drauf klicken, das machen wir jetzt nicht, weil ja soweit alles in Ordnung ist bei uns. Datenbank neu aufbauen, da wird die Datenbank neu aufgebaut, dies kann einige Stunden dauern, steht da, also falls ihr Probleme habt, könnt ihr das mal machen. PS4 initialisieren, hier steht, wenn du die PS4 initialisierst, werden alle Benutzer und alle Daten von eurer PlayStation gelöscht. Also zum Beispiel, wenn ihr eure PlayStation mal verkaufen wollt, dann würde ich euch raten, das hier mal zu machen, damit alle eure Daten weggehen. Und hier wird einfach die Systemsoftware komplett neu installiert und auf die Version, auf die aktuellste 3.1.1 wiederhergestellt. Ja, das soll ein kleines Video für euch gewesen sein, falls jemand bei euch Probleme hat oder ihr einfach mal sehen möchtet, was man so mit der PlayStation noch alles machen kann. Ich hoffe, es hat einigen geholfen. Wenn es euch geholfen hat, lasst es mich mit einem Daumen nach oben, wäre auf jeden Fall super. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich abonnieren, ist kostenlos, bleibt kostenlos und bis dahin, haut rein und ciao.